Der Panzer Leopard und das Sturmgewehr G36, wohl die bekanntesten deutschen Waffen. Beide gibt es seit Jahrzehnten und sie werden immer noch hergestellt. Gibt's da nicht mal was Neues? Ich habe irgendwie noch nie Werbung für deutsche Waffen gesehen. So ein Gewehr oder ein Panzer ist ja auch nicht gerade ein Wohlfühlprodukt. Deshalb ist es auch ziemlich schwer herauszufinden, woran die Unternehmen gerade arbeiten. Ich habe bei vielen Interviews angefragt und überall gab es Absagen. Nur hier hat es geklappt. Ich bin beim Bundesverband der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Chef Hans-Christoph Atzpodin vertritt rund 80 deutsche Rüstungsunternehmen. Warum tun die eigentlich so geheimnisvoll? Deswegen, weil vieles an den Produkten, die sie erzeugen, halt auch einem Geheimschutz unterliegt. Es geht ja immerhin darum, dass mögliche Gegner nicht unbedingt wissen sollen, was bestimmte Geräte können und was sie nicht können. Also es ist schon keine Branche wie jede andere, weil es um Geräte geht, die für einen letztlich staatlichen Zweck sind. Und das macht die Besonderheit aus. Wie reagieren Leute, wenn sie erzählen, dass sie für die Waffenindustrie arbeiten? Ich würde es nie so ausdrücken, dass ich für die Waffenindustrie arbeite, sondern ich arbeite für eine Rüstungsindustrie, die im Wesentlichen dem verfassungsmäßigen Auftrag Deutschlands folgt, nämlich die Verteidigung sicherzustellen. Und diese Sicherheit kann man nicht haben ohne adäquate Technologie. Eine Bundeswehr, die nur aus Faustkämpfern besteht, kann diesen Auftrag nicht erfüllen. Aber deutsche Firmen produzieren nicht nur für Bundeswehr und Polizei, sie verkaufen auch ins Ausland. 2017 Waffen im Wert von mehr als 6 Milliarden Euro. Und das ist nur ein Bruchteil der Exporte der 100 größten Produzenten weltweit. Warum ist denn Deutschland, also wenn man sich die Zahlen anguckt, bei Rüstungsexporten nicht Exportweltmeister? Es gibt bei uns sehr strenge Gesetze, die dieses regeln. Das Kriegswaffenkontrollgesetz regelt ganz klar, dass die Bundesregierung, die ja darüber entscheiden muss, keine Genehmigung erteilt, wenn die Gefahr besteht, dass diese Waffen im Kundenland zu friedensstörenden Maßnahmen verwendet werden. In der ersten Hälfte 2018 verkauften deutsche Waffenbauer mit Abstand am meisten nach Algerien für mehr als 642 Millionen Euro. Zweitwichtigster Abnehmer die USA. Auf Platz 3 Saudi-Arabien, trotz kritischer Menschenrechtslage, eigentlich ein Kriterium bei Exportentscheidungen. Die Überlegung, ob man mit solchen Ländern auch auf dem Gebiet der Rüstung zusammenarbeitet, ist eben eine sehr komplexe. Dazu braucht es auch viele Informationen, die wir als Industrie oft nicht haben. Und damit kann eigentlich nur eine Regierung verantwortlich darüber entscheiden. Die Politiker seien zuständig, sagt er. Und die werden strenger. Um 14% sind die deutschen Exporte seit 2013 im Vergleich zu den 4 Jahren davor gesunken. Anders als bei vielen Konkurrenten. Wie baut man denn Waffen, die dem Wettbewerb standhalten? Sie müssen absolut auf dem gleichen Level oder sogar besser sein wie diejenigen möglicher Gegner. Ansonsten haben sie die Wirkung der Abschreckung nicht. Und unsere Waffen, die unsere Industrie produziert, sind ja nicht dafür da, sozusagen wirklich eingesetzt zu werden, sondern sie sollen im Wesentlichen der Abschreckung und der Verteidigung dienen. Was würden Sie sagen, sind so die Waffen der Zukunft? Alles, was zum Beispiel unbemannt ist, was vernetzt ist oder sich vernetzen kann mit anderen Geräten. Dann haben wir natürlich das Thema der sogenannten künstlichen Intelligenz vor uns. Selbstlernende Systeme, das sind Dinge, die heute so noch gar nicht in der Anwendung sind, an denen aber sehr viel geforscht wird. Ich habe gelernt, die Waffenindustrie nennt sich lieber Verteidigungsindustrie. Und die Verantwortung, wer ihre Waffen nutzt, die trägt sie nicht selbst.